Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für mich ist es jetzt hier gerade Mittwochabend. Ich habe extra abgewartet, ob EA heute vielleicht was Neues veröffentlicht. Ja, ich bin schlauer als gestern, und ihr habt jetzt schon die zwei neuen Events am Start. Das heißt, wenn ihr euch jetzt in FIFA Mobile, wenn ihr jetzt die 20 Uhr Folge zu Ende guckt, das macht ihr natürlich auf Ehrenbruderbasis, und dann FIFA Mobile startet, dann könnt ihr jetzt schon das La Liga Rivalen Event spielen und das neue Fußball Kälte Event. Endlich ist es soweit, bedeutet EA hat stolze 11 Tage des Dezembers verschlafen. Ganz genau, hier kann ich es euch nämlich zeigen, hier Freischaltung in 22 Stunden und 30 Minuten La Liga Rivalen und Fußball Kälte. Ich bin gespannt, wie das Fußball Kälte Event aufgebaut ist. Ich hoffe auf ein geiles, saftig knaftiges Event. Und dann haben wir ja zurzeit drei Events, die man so täglich spielen kann, und das ist für mich in Ordnung. Wenn es immer so sein könnte, ne? Immer drei Events. Es müssen ja nicht mal drei sein. Zwei reichen ja auch schon aus. La Liga Rivalen, ich hoffe, das ist auch gut aufgebaut. Und Fußball Kälte. Ich hoffe nicht, dass Fußball Kälte nur versus Angriff oder so ist, sondern einfach mal so wie FIFA 18 mal. Das war einfach cool mit den ganzen Punkten, die man da sammeln konnte. Mit den Schneeflocken etc. Ich mal gucken. Ich bin gespannt. Ihr wisst es jetzt schon, ihr könnt gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, weil ihr habt es jetzt schon gespielt, das Fußball-Kälte-Event. Wie findet ihr die neuen Events? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Die Icons kommen, schreibt ihr Janusz. Das wollte ich auch noch ansprechen. Es gibt schon die Karten, also man kann hier schon ein paar Karten sehen, und es gibt auch richtig gute für unser Bundesliga-Team, Leute. Ich muss auf jeden Fall Lukas Radetzky bekommen. Es gibt ihn als 92er Kältespieler. Dann gibt es ein Emil Forsberg, den muss ich eigentlich auch in mein Team einbauen. Ich hatte überlegt, weil jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kann ich euch hier den Star Pass schon zeigen. Es gibt auch den neuen Star Pass, und da war ich schon sehr froh drüber, dass es Thorgan Hazard gibt als linker Flügelspieler. Aber es gibt auch noch einen Emil Forsberg, und ich stelle lieber einen Kältespieler rein, Leute. Das Kältedesign wieder mal on point. Ich stelle lieber einen Kältespieler rein, und Emil Forsberg passt auch, wenn man so ehrlich ist, ne, ein bisschen besser rein. Dann habe ich hinten vorne drei Leipziger, Sabitzer, Werner und Emil Forsberg. Dann noch Lukas Radetzky hinten drin, also das Team wird hier nochmal auf ein anderes Niveau gebracht, sage ich mal. Ne? Dann noch Philipp Max als Linksverteidiger, weil ich glaube, andere Spieler habe ich jetzt erstmal nicht entdeckt. Es gibt auch noch Alfred Finnbogason wird es noch geben. Dann wird es noch Jakob Brun-Larsen geben, es wird noch Larsson kommt als Icon noch mit dazu und Yusuf Paulsen auch noch als Kältespieler, aber Timo Werner wird bei mir da vorne drin stehen bleiben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Wir werden heute wieder ein paar Versus-Angriffsspiele zocken, und ab morgen geht es dann richtig ab. Ich hoffe, dass ich auch ein paar geile Pack-Openings machen kann, vielleicht am Samstag oder so oder am Sonntag in der Folge. Das sehen wir dann, wenn die Events auch für mich am Start sind, weil ich muss ja immer einen Tag im Voraus aufnehmen, weil ich halt tagsüber, ich stehe jeden Tag um 17:30 auf, Leute, und bin dann zu Hause meistens so gegen 18 Uhr, und da kann ich dann halt, rein theoretisch würde ich es noch schaffen, die Folgen tagesaktuell aufzunehmen. Das bedeutet, ich müsste dann direkt um 6, wenn ich nach Hause komme, sage ich mal um 6:30 aufnehmen. Das wird aber mir alles zu knapp. Und wenn ich dann mal eine halbe Stunde später zu Hause bin als sonst, dann schaffe ich das vielleicht nicht pünktlich aufzunehmen. Deswegen nehme ich unter der Woche die 20 Uhr Folgen einen Tag im Voraus auf. Aber das wisst ihr ja. Aber jetzt habe ich es euch nochmal ausführlich erklärt. Wir gehen rein ins erste Versus-Angriffsspiel. Ich hoffe, das können wir hier erfolgreich gestalten. Ich finde schon mal die Karten, die es gibt, also die es geben wird im Fußball-Kälte-Event für die Bundesliga. Lukas Radetzky. Ich wollte mir eigentlich sowieso einen anderen Keeper holen. Ich hatte mir überlegt, diesen Zack Steffen zu holen, aber wenn es jetzt Lukas Radetzky gibt als 92er Kältespieler, den muss ich sowas von unbedingt haben, Leute. Normalerweise sollte ich keine Packs ziehen. Ich weiß, ich hoffe, dass geile Packs rauskommen, ich hoffe, dass sich die Packs lohnen, und ich hoffe, dass ich dann die Spieler bekommen kann, die ich mir hier wünsche, beispielsweise als Lukas Radetzky und Co. Jawohl, der erste Gegner, gönnt er sich, eine 106er Gesamtbewertung. Also wenn ich gegen diesen Gegner gewinne, dann ein dickes GG unten rein in die Kommentare. Weil das wird jetzt kein Zuckerschlecken. Eieieiei. Ich muss jede Chance nutzen. Und Timo Werner macht ihn nicht. Und Hakimi Jawolski. Wichtig.
Wichtig, 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 wichtig. Serge Gnabry. Oh, oh, ja. Junge, Junge, was habe ich hier für... ich wollte schon sagen Packluck. Das ist kein Packluck, sondern das ist Gameplay-Luck hier gerade. Alter Falter. Komm, Sabitzer. Sabitzer, Sabitzer, Sabitzer. Und der Keeper hat ihn. Wen hat er dann drin im Kasten? Ist das Courtois oder... Wer ist das? Der ist auf jeden Fall riesig. Und Courtois ist ja auch ein Riese. Also relativ groß ist der. Der Belgier. Serge Gnabry. 5 zu 5. Ich halte hier auf jeden Fall dagegen. Es ist nicht so, dass der Gegner hier easy peasy gewinnen kann gegen mich. Und man geht doch einer ran. Da stehen zwei Spieler, Hakimi und Werner. Und beide streiten sich da um den Ball so gefühlt, ne? 6 zu 6. Werner, 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 7 zu 7. Junge, was geht hier ab? Was geht hier ab? Serge Gnabry. Oh, an die Latte. Und der ballert ihn rein. Timo Werner, Ehrenmann. Komm, ein Tor. Ein Tor, ein Tor. Ein Tor. Hakimi, 9 zu 8, 9 zu 9. Oh mein Gott. Was ist das für ein Spiel hier? Was ist das für ein Spiel? Und Serge Gnabry mit dem 10. Tor, Leute. Gewinne ich das Spiel? Ich gewinne das Spiel gegen ein 106er Team, Leute. Was für eine Leistung. Oh mein Gott, schade, dass die Facecam nicht an ist. Schade, dass die Facecam nicht an ist. Ein dickes. Also ich möchte jetzt wirklich von jedem, jeder, der bis jetzt geschaut hat, GG unten rein in die Kommentare. Also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, ne, dass ich gegen diesen Gegner gewinne. Es waren am Ende des Tages zwar nur 3 Gesamtbewertungen, aber der Gegner hatte halt auch einen Henri als Icon, einen Petit als Icon, also der hat das Zidane-Event mega gefühlt, sage ich mal. Und der nächste Gegner, ey, EA möchte mich heute auf 180 bringen. Der nächste 105er Gegner, also der nächste Gegner, der auf jeden Fall stärker, ein stärkeres Team hat als ich, YOLO-Team, nennt er sich hier auch noch, Never Walk Alone. You never walk. Okay, ich höre auf zu singen. Ich höre auf zu singen. Let's go. Bitte genauso die Chancen machen und verwerten, wie ich sie eben genutzt habe. Und wenn ich das sehe, diesen ersten Laufpass von Timo Werner, dann kann ich mich hier, dann versinke ich im Erdboden. 0-2. 0-2. Hacke Hakimi. Werner muss genau da stehen, aber steht im Abseits. Auch Timo Werner, und das ist es auch nicht, das ist auch nicht. Nein, Serge Gnabry. Serge Gnabry. 1-3. Ja, ich probiere natürlich trotzdem noch weiter zu spielen, ist ja klar. Man sollte nie aufgeben, gerade in FIFA Mobile. Man weiß ja nie, wie der Gegner die nächsten Chancen ausspielt. Es kann ja sein, dass ich jetzt die ersten 30 Sekunden schwach gespielt habe und der Gegner jetzt die nächsten 30 Sekunden schwach spielt. Und zack, zackig, knackig steht's hier. 5 zu 5. Eben habe ich sogar 4 zu 3 geführt. Aber das war mal auch wieder nur zeitlich begrenzt, diese Führung. So, Hakimi. Oh, wichtig. 6 zu 6. 6 zu 6. Hakimi, 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 Hakuma, Mama, Muma, Muma, Muma. Ab, nein, nein. Wieso spiele ich? Wieso passe ich? Freistoß. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, Sabitzer. Jawohl, 7 zu 7. Das wird wieder so ein Spiel, wo ein Tor am Ende entscheidet. Ganz klar. Ganz, ganz klar. Serge Gnabry, Hakimi, Meier, Arne Meier, Ehrenmann. Arne Meier macht das 8. Tor und ich glaube, das war wieder so ein Spiel. Leute, ich gewinne wieder. In der allerletzten Sekunde, in der allerletzten Sekunde mit einem Tor. 8 zu 7. Was ist hier heute bitteschön los? Oh mein Gott. Geil, Alter. Geil, geil, geil. So macht FIFA Mobile mega Bock, ne? Wenn es solche Spieler gibt, dann hätte ich jetzt die ersten beiden verloren, hätte ich jetzt schon wieder absolut gar keinen Bock mehr. Ich sag's euch. Ab geht's. Drittes Spiel. Das wollen wir natürlich auch noch gewinnen. Und so pushen wir schön unsere Fans nach oben. Vielleicht komme ich ja sogar auf FIFA Masters in dieser Woche noch, wenn ich jetzt hier das Spiel nochmal gewinne. Habe ich in der Folge, ich glaube, wie viel kriegt man immer? 7800 oder so Fans ungefähr. Was hat der Gegner? Er hat auch wieder einen Henri. Er hat eine 105er Gesamtbewertung und heißt Augustin. Augustin? 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 Ich weiß nicht. Wahrscheinlich spricht man das komplett französisch aus. Aber mein Französisch ist genauso gut wie mein... Okay, mein Englisch ist ein bisschen besser. Aber mein Englisch ist auch nicht schlecht. Ist auch schlecht, so wollte ich sagen. Nicht schlecht, ja moin. So,
Ab geht's. Die Trikots kann man irgendwie gar nicht auseinanderhalten. So geht's mir. Richtig schwer. Also das war auch wieder mal überragend von EA gemacht hier. Und die ersten zwei Chancen, da bin ich auch wieder mega richtig gut hier. Also habe ich mega rausgespielt hier. Komm Sabitzer, mach den Freistoß rein. Mach den Freistoß rein. Wichtig, 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 wichtig. Hakimi, ich wusste jetzt nicht, ob das mein Spieler ist, ne? Aber ich glaube, das war sogar Sabitzer, der neben mir stand. Ich hätte also durchaus auf Sabitzer spielen können. 4:2. Timo Werner. 5:3. Jibbel! Okay, Arne Meyer, auf ihn sollte man sich eigentlich nicht immer verlassen. Das war jetzt nur im zweiten Spiel ausnahmsweise mal. Ich weiß auch nicht. Normalerweise ist der eigentlich überhaupt nicht abschlussstark, der Arne. Was soll man machen? 5:3, wir führen. Und solange wir führen, ist natürlich alles im grünen Bereich. Im grünen Bereich, Sabitzer, du Dödel. 5:5. Mann, Ecke. Hummels. Nein, auch nicht rein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ab, Flanke. Auf Werner. Werner wieder am Abseits. Werner, du kleiner Dödel. Werner ist so ein kleiner Dödel und ich verliere das Spiel. Ja, ich verliere das Spiel. Hätte nicht sein müssen. Hätte nicht sein müssen. Am Ende entscheidet hier dieses Spiel ein Tor. Genauso wie die ersten beiden Spiele. Und ja, und ihr wisst, die 20 Uhr Folge beendet man in der Regel nicht mit einer Niederlage. Und die werde ich heute auch nicht mit einer Niederlage beenden. Es sei denn, das nächste Spiel verliere ich auch. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch ein Spiel machen werde. Auf jeden Fall mache ich jetzt auf jeden Fall noch eins. Weil das war eine Niederlage. Auch wenn es eine knappe Niederlage war, ja. Ja, was hat der? 105. Was ist das denn für ein Team? La Liga Team. Okay. Ich habe heute nur Gegner bekommen, die ein besseres Team hatten als ich. Das finde ich irgendwie ziemlich frech und dreist von EA. Sollen das? Kann ich nicht mal einen Gegner bekommen, der eine 100er Gesamtbewertung hat? Nö. 105, 106. Ja, okay. Da bin ich wieder gefragt. Da bin ich gefragt und hoffe, dass ich jede Chance nutzen kann. Es fängt auch wieder richtig gut an, Kappa. So, Serge Gnabry. Wichtiges Tor. Okay, auf Serge Gnabry kann man sich eigentlich immer gut verlassen. Hakimi. An den Pfosten. Serge Gnabry, da ist er. Steht genau richtig und nicht im Abseits wie Werner. So, Sabitzer, Freistoß geht auch rein. 3:1. Ja, aber mit einem 3:1 sollte man sich auf jeden Fall noch nicht siegessicher sein, weil ihr habt es ja auch gerade gesehen, eben habe ich auch mit 2-3 Tor geführt und dann hat der Gegner auf einmal aufgeholt. Also in FIFA Mobile geht das ganz schnell. Manchmal zu schnell. 5:1, aber das sieht gut aus. Nochmal ein Freistoß. EA gönnt jetzt auch, ne? Freistöße sind eigentlich meistens ein sicheres Türchen. Meistens. So, Serge Gnabry nochmal ab in die Mitte. Hakimi. Oh! Ui, nein. Oh, was ist das für ein Pass? Hätte er den Pass wenigstens ordentlich gespielt, der Dödel. Aber wir kriegen nochmal eine tolle Chance und das ist, glaube ich, die Entscheidung. 7:2, 7:3, ab ins Aus, 4 Tore. Kann er nicht mehr schaffen, der Gegner. Das geht gar nicht. 5 Sekunden, nee. Ich mache noch das 8. Tor und das ist jetzt die Entscheidung, Leute. Ich gewinne hier noch das 3. Spiel. Also insgesamt 3 Spiele gewonnen, 1 Niederlage. Kann man durchaus, ja, sehr zufrieden sein. Ich bin auch zufrieden mit der Leistung heute. Bayern Star mit Horrorverletzung. Coman muss gegen Spurs früh runter. Ja, ich habe eben noch gesehen, dass Coman das 1:0 gemacht hat. Und dann habe ich mich entschieden, jetzt hier kurz noch die Folge aufzunehmen. Jawolski! Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Ich hoffe, dass die Events geil werden. Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren, weil ihr könnt sie jetzt schon spielen. Ich bin raus, haut rein und tschüssi!